Alter, was geht ab, Leute? Honge, heute zeige ich euch mal meinen Pokédex. Eigentlich werde ich immer im Stream gefragt, Honge, zeig mal deinen Pokédex. Weiß nicht ganz genau was, ist eine Menge Sachen und demnächst kommt Gen 5 raus. Pokédex Nummer 5, ne, kann man noch nicht anklicken. Dachte ich mir, zeige ich mal meinen Pokédex, wirklich alles, wie viel ich gefangen habe von jedem Pokémon. Ist natürlich eine Menge, dementsprechend muss ich das nach Regionen aufteilen. Heute kommt Kanto dran und das Video kann ich dann direkt immer verlinken, falls die Leute im Stream fragen und das passiert halt echt häufig. Ich habe schon mal, check das Video ab, ich habe schon mal ein Video hochgeladen, wo ich meine ganzen Pokémon zeige. Alle gemaxen, alle Lucky, alle Shiny, alle 100er von Gen 1, demnächst Gen 2. Aber jetzt erstmal den Pokédex von Gen 1. Bisasam, 784 von 1114. Ich sage glaube ich nicht zu jedem was, aber hier und da mal was vielleicht. 41 Bisasam gesehen, 24 nur gefangen. Okay. 902 nur. Glumanda, also viel weniger. Viel, viel weniger. 1057 Chili gesehen. 742 gefangen. Das ist, glaube ich, die schlechteste Quote. Ja. Ist eigentlich gleich. Wie viel Turtok? 19. Von dem habe ich am wenigsten. 1184 Graupi gesehen. 38 Smackbo leider. Und 8 geflohen. Oh Mann. Es ist, sind eine Menge saftige Bonbons mit der Sananaberge. Und Leo, 8462. Ihr könnt euch natürlich mit mir vergleichen. Holt euer Handy raus, schaltet den Pokédex ein und vergleicht eure Fänge. Und natürlich, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne liken, ein Abo und einen Kommentar da lassen. Kukuna, Vivo 150, so viel mehr als Raupi und Smetbo. Krass. Taubsi, 21.000. 854. Kaboga 426. Radfratz 24.117. Habitak 6.309. Okay. Rettan Arbok, naja. Pikachu 2.708. Und das müsste dann eigentlich auch die Medaille sein von Pikachu. Es sei denn, die entwickelten, warte, ich schau mal. Es sei denn, die Pichus, die ich zu Pikachu entwickle, zählen nicht für die Medaille. Aber für den Pokédex zählt es ja natürlich schon. Ja, ja. Die Pichus, die ich entwickelt habe, zählen nicht dazu. Aha. Interessant. Sandan. Leider wird es nicht aufgeteilt in Alola und Normal, sondern einfach nur Sandan. Dementsprechend keine Ahnung, wie viele Normale und wie viele Alola. Finde ich ein bisschen schade, Nidoran. Ja. 10 Nidoqueen erst. Nidoran männlich. Auch 10 Nidoking. Okay, was für ein Zufall. Pipi. Woodpix 1154. Pummeluft 2534. Grüße gehen raus an Hbox. Zubat 1666. Leider noch kein Shiny dabei gewesen. Also seitdem es den in Shiny gibt. Habe ich eh nicht viele Zubat gesehen. Golbat. Oha. Relativ viele gefangen. Also ich dachte Golbat ends hohe Fluchtrate gewesen. Aber relativ viel gefangen. Nur 48 geflohen. Megapla. Ungefähr 100 geflohen. Heathrow erst 5 gemacht. Gibt keinen Grund mehr zu machen. Blutzug. Okay. Also ungefähr ein Viertel ist immer geflohen. Ein Viertel, Fünftel ist immer geflohen. So circa. 12 Omots sind geflohen. Also ich habe glaube ich von keinem, ich hatte mal eine Weile 100% Fangrate von einem Pokémon, aber ich weiß nicht mehr welches. Habe ich sogar, es war Amonitas oder Kabuto, aber schon lange nicht mehr. Da hatte ich sogar lange Zeit drauf geachtet. Das zählt jetzt natürlich nicht, weil das meiste davon ist entwickelt. Ich habe vielleicht 5 wilde Dickdries gesehen oder so. Mauzi. Enton 3000. Also ihr seht, 3000 gesehen. 2,5 gefangen, 2,6. Eigentlich immer ungefähr dieselbe Rate. Mankey. Mankey leider auch noch kein Shiny. Kano. 72 Akani. 2 Akani sind geflogen. Wahrscheinlich einer, weil einen habe ich früher wahrscheinlich eben irgendwo gesehen und dann wurde es als gesehen registriert, aber naja. Kropse, Krapuzzi. Ja, da ist mir zum Beispiel keiner geflohen.
Das war der eine, den ich im Pokédex gesehen hatte. Oder gesehen hatte für den Pokédex sozusagen. Macholo 1803. Knufensa 1092. Zazenia 10. Keine Ahnung. Kleinstein 1702. Geowatz 18. Fleckmon 1700 irgendwas. Magnetilo 1000 irgendwas. 68 Poventa. 4 geflohen. Wahrscheinlich 3 geflohen. Und da hatte ich wahrscheinlich Softband. Ich erinnere mich noch an die Zeiten. Ich habe so viel gezockt. Ich hatte Softband. Das heißt, alles Speed, was man fängt. Und dann wurde das Event angekündigt. Beziehungsweise dann hat es angefangen. Slimer, Mushas, 4 Shiny Mushas habe ich, glaube ich. Nebulak 2076, Gengar 43, 8 geflohen oder 7. Onix auch eine Menge geflohen. Wahrscheinlich eine Menge geklickert immer. Irgendwelche Nester, ja. Traumato früher sehr, sehr häufig. 2329. Hypno auch früher sehr, sehr häufig. Krabi, was habe ich denn noch so richtig, richtig viel? Obai, 1297, naja. Kokobai, so viele Kokobai habe ich schon. What the fuck? Grosso, Knogger, Kickly, 65. Mein allererstes Kickly ist mir geflohen. Das war da hinten irgendwo beim Einkaufszentrum. Nocturne, 66. Schlurp, 121. Smogon, Leafon. 1108. Chenega. Fehlt mir noch Lucky, aber nur weil ich meinen Monaga noch nicht entwickelt habe. Monaga habe ich Lucky. Müsste halt damit laufen und dann kann ich es halt entwickeln. Und dann hätte ich einen Lucky Chenega. Aber ich überlege mir eh, ein paar Lucky Chenegas zu machen und dann zu Lucky Hightega zu machen. Einfach so für Arjen. Tangela. Kangama natürlich am Start. 382, auch eine Menge geflohen. Gab es ja ein Event. Und dann haben wir halt gefarmt und die sind überall gespawnt und dann mit dem Pokéball oder damals mit dem Plus natürlich eine Menge geklickert und ja, viele geflohen. Sepa, Simon, Goldini, richtig selten geworden. Abgesehen jetzt vom Mass-Event natürlich. Sterne ein paar. Pantimos, 3750 von dem. Demnächst, also was heißt demnächst? Morgen kommt der in Shiny. Morgen Abend. 22 Uhr, schaut vorbei im Livestream. Der Livestream fängt aber 21 Uhr an. Lagtech relativ wenig, ist interessant. Magma noch weniger, das ist auch interessant. Nur 205 Magma, das ist halt fast gar nichts. Vor allem, ich habe ja auch ein paar entwickelt, von Magb zu Magma. Das heißt, ich habe fast so wenige Magma gefangen. Pinsir auch relativ low, 278. Tauros. Ein paar gebrütet, ein paar getauscht. Carpador, 4456. Bin gespannt, wie viele Carpador ihr habt. Gyarados, 46. Und alle gefangen bisher. Es gab früher auch mehrere wild. War immer ein Highlight. Lapras, auch interessant. Jetzt kommen die interessanten Sachen. Lapras, 162. 21 geflohen. Oder 20, keine Ahnung. Ditto. 1110 von 788, also andersrum, 788 von 1110. Evoli 4060, Quana 199, Blitzer 186, Flamaga 229, also ganz klar Flamaga bei mir am häufigsten. Schreibt nur in den Kommentaren, was bei euch von den drei am häufigsten ist. Porygon, Ammonitas, ja, schon lange nicht mehr 100% fangen hatte. Kabuto, auch schon lange nicht mehr. Es war eins von den zwei. Aerodactyl. 317. Alter, ich habe mehr Aerodactyl gefangen als Magma. Magma ist halt relativ häufig Nest-Pokémon. Relaxo. 373. Natürlich habe ich auch ein paar Mamfax so gebrütet und dann entwickelt. Aber hauptsächlich wild gefangen. Vor allem die alten Map-Zeiten, wo Relaxo noch krass war. Arctos, 33. 25 von 33. Kein Shiny dabei gewesen. Doch, eins. Den habe ich selber gefangen. Zapdos, 35 von 37. Eine gute Quote. Arctos nicht so.
Auf jeden Fall, da sind zwei 98er dabei gewesen und ein Shiny Lucky 98er. Hier waren 96er dabei bei Zapdos. Kein Shiny und ja, sonst nichts. Hier waren 98er dabei, 32 von 39 und auch kein Shiny. Dratini, 872 gefangen. Ne, 804 von 872. Zwei Dragonier sind mir geflohen. Oder einer. Oh mein Gott, einer wahrscheinlich. Ein Dragonier ist mir geflohen. Oh mein Gott. Ich erinnere mich an dieses eine Dragonier. Ein Dragonier ist mir geflohen. Und dreimal könnt ihr raten, was das für eins war. 100er Dragonier war das. Das, ich erinnere mich. Dieses eine Dragonier, das war einfach ein 100er, das mir geflohen ist. So verrückt. Der Gagoran sind mir ein paar geflohen, ja. Gab's früher auch öfters wild und haben wir auch immer gejagt mit der Map. Und Mewtwo. 115 von 130. Mewtwo normal ist mir kein einziges bisher geflohen. Und die 15, die mir geflohen sind, sind Armor Rüstungs-Mewtwo. Ja, und das war's. Da haben wir noch Mew. Mein schlechtes, einziges Mew. Das war der Pokédex von Gen 1, Leute. Und als kleines Extra haben wir noch ein Ei für euch. Wieso nicht? Und Alola Kleinstein. Nee, danke. Das war's von mir, Leute, und meinem Gen 1 Pokédex. Viele haben danach gefragt, jetzt bin ich den endlich mal komplett durchgegangen. Jedes Mal, wenn ihr jetzt fragt, kann ich auf dieses Video verweisen. Ansonsten, das war's von mir. Ich gehe jetzt nochmal raus, auch wenn es ein bisschen regnet. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.